Es ist wieder kalt. Ich? Irgendwo dazwischen. Seit Wochen geht die Sonne nach dem Aufstehen schon wieder unter. Ich merke das. Wie sie mich anschauen, als wäre ich krank, als wäre mein Blick unheilbar. Du hast dich verändert, sagen sie. Ob alles okay sei. Ich merke es doch selber. Ich löse mich auf. Und dabei hat alles so gut angefangen. Zehnter November. Heute ist es endlich soweit. Endlich treffen wir uns. All das und dann sie. Ich dachte ja, dass das mit uns wie alles andere im Sand verlaufen würde. Aber als sie dann so vor mir stand, wusste ich, dass das hier was ganz Besonderes ist. So besonders, dass mir alles so unheimlich normal erschien. Es war, als würde sie jedes Teilchen Ich, das mir verloren gegangen war, wieder zurückbringen. Alles, was sonst so falsch an mir schien, war plötzlich so wichtig und echt. Und das, indem sie da saß und so tat, als wären Pizza und Wein ein gutes Date. Der erste Schock wäre vorbei gewesen. Sie war mein Tag danach. Zeit aufzuräumen, zu reparieren. November. Es ist, als hätte mich jemand auf den Weg geschickt. Ohne Grund, ohne Ziel, ohne Verstand. Mit jedem Schritt auf diesem Weg wird der Nebel um mich herum dichter. Wenn ich mit ihr bin und denke, alles würde sich lichten, auch dann wird alles nur noch unklarer, verschwommen. Inzwischen weiß ich nicht einmal mehr, ob ich überhaupt noch auf dem Weg bin. Guck mal. 4. Dezember. Ich habe manchmal das Gefühl, als ob alles eins wäre. Tag, Nacht, heute, morgen, gestern. Ich schaffe das nicht mehr. Wie kann es sein, dass es hier immer weitergeht. Weiter und weiter und weiter und weiter. Wo ist das Ende? 12. Dezember. Inzwischen schreibe ich mir schon Zettel, damit ich nichts vergesse. Erbärmlich. Nicht nur, dass mein Kopf total abwesend ist, jetzt scheint er komplett zu verschwinden. Ich krieg nichts mehr geschissen. 1 Wunder, dass mich im Büro noch niemand vor die Tür gesetzt hat. Weiß sowieso nicht, warum ich überhaupt noch hingehe.
Ich weiß nicht einmal mehr, warum ich überhaupt noch wach bin. Warum ich das Glas überhaupt absetze. Dezember. Manchmal wache ich auf und bin mir so sicher, dass alles besser werden muss. Doch die Zettelchen am Spiegel werden immer mehr. Ich schließe ab. Von innen. Hey, wir können uns heute leider doch nicht treffen. Ich habe noch ein bisschen viel zu tun und da passt das leider nicht. Es tut mir voll leid. Dezember. Fuck. Ich habe sie so lange nicht mehr gesehen. Es war nie echt. Wäre es echt gewesen, wäre sie da? Mir wird erst ohne sie klar, dass der Abgrund noch viel tiefer sein kann. Ist. Wohin also flüchten, wenn es nicht mehr ihre Arme waren? Alles war tot, außer mir. Zwar im Leben, aber nicht sein. Worauf soll ich denn noch warten? Den nächsten Tag, den Tod? Als gäbe es einen Unterschied. Ein Jahr später. Es ist wieder kalt. Ich? So viel Zeit muss vergehen, sodass der Nebel sich lichtet, um zu realisieren, wie unwirklich meine Wirklichkeit geworden war. Zu realisieren, dass man auf lang oder kurz Hilfe braucht. Ein Mensch, der dich aus deinem eigenen Geist befreit und dich ganz neu mit ihm vertraut macht. Es hat mich so unheimlich stark gemacht. Zu realisieren. Ich bin wieder raus und bin es am Verlieren. Mein Kopf weint, hier seh keine Lichter mehr. Alles hier ist lost und ich kann was dafür. Ich bin wieder raus, ich bin so weit down. Ich bin wieder raus und bin es am Verlieren. Mein Kopf weint, hier seh keine Lichter mehr. Alles hier ist lost und ich kann was dafür. Ich bin so weit down, egal ob du's glaubst. Ja, yeah. Egal ob du's glaubst. Oh. Ich komm hier nicht mehr raus.